Das ist Johannes Schlüter, Rekrutierungsbeauftragter der Bundeswehr. Er soll dafür sorgen, dass genügend Freiwillige zur Truppe kommen. Keine leichte Aufgabe. Ja, liebe Bewerber. Das Interesse ist eher mäßig. Bis vor kurzem leitete Schlüter noch den Bundeswehreinsatz gegen die heimtückische EHEC-Rohkost. Jetzt sucht er intensiv nach freiwilligen Soldaten. Entschuldigung, habt ihr vielleicht irgendwelche Freunde, die auch zur Bundeswehr wollen oder so? Okay. Die Suche nach neuen Rekruten gestaltet sich schwierig. Die Bundeswehr hat 500.000 junge Deutsche angeschrieben. 498.200 davon hatten kein Interesse. Naja, die Bundeswehr soll ja eine kleine, hochqualifizierte Truppe werden. Und kleiner wird sie dann ja schon mal, ne, wenn keiner mehr kommt. Und hochqualifiziert? Entschuldigung, wo geht's denn hier zum Bundeswehrbewerbungsgespräch? Das ist direkt hier. Ah. Ist noch zu? Nee, ist schon offen, wenn Sie so hier einmal... Kritiker sagen, nur Unqualifizierte und Chancenlose sind bereit, für 1.200 Euro im Monat ihr Leben zu riskieren. Aber mehr kann Schlüter nicht zahlen, denn die offizielle Werbekampagne hat über 5 Millionen gekostet. Aber in diesem Werbevideo sieht man keine einzige Waffe. Zeigt das nicht ein völlig falsches Bild vom Soldatenberuf? Naja, sehen Sie, man muss halt immer das Positive rausstellen, ne? Das habe ich schon immer so gemacht. Hier beim Minenräumkommando arbeiten Sie an der frischen Luft, die Kollegen sind nett und es werden immer wieder Stellen frei. Trotz Schlüters innovativer Ideen, es gibt zu wenig Freiwillige und einige scheitern auch noch am Eignungstest. Schlüters Chef, Verteidigungsminister de Maizière, befiehlt eine neue Strategie. Schlüter soll die Anforderungen an die Bewerber noch weiter senken. So, das ist unser neuer Fragebogen. Frage Nummer 1. Wenn Sie ein Gewehr haben mit 37 Schuss und ein weiteres Gewehr mit 48 Schuss, wie viel Gewehre haben Sie dann? Johannes Schlüter, ein Mann, sorgt für Nachwuchs bei der Bundeswehr.